bei den Präsidiumsbotschaften. Aber ich brauche Beweise. Ihr Wort ist nicht ausreichend. Aber die Kanten gehen nur davon aus, dass ich glaube, ich habe den Obelisken, den Sie erwähnt haben, aus dem Würgeschlund beschafft. Sie finden ihn in Bucht D24. Wirklich? Danke, Erdenclan. Falls Ihr vulkanische Truppe gerade mit einem geheimen Bauprojekt befasst wäre, könnte dieser Obelisk bestimmt von Nutzen sein. Cerberus-Truppen haben Zivilisten auf Benning angegriffen. Die Allianz hat Einheiten losgeschickt, um die Flüchtlinge während der Evakuierung zu verteidigen. Guten Morgen. Oh, hallo, Ma'am. Ma'am? Das Gespräch hatten wir doch schon, junge Dame. Du sollst mich Theresa nennen. Mein Sohn konnte dich zwar wegen dieses verdammten Krieges nicht mehr heiraten, aber für mich gehörst du trotzdem. Commander Shepard. John Dimbauer, Special Tactics and Recon. Ich habe Informationen, dass hochrangige Hanar-Beamte indoktriniert sein könnten. Das ist eine schwere Anschuldigung. Was haben Sie? Beweise für einen Angriff eines Allianz-Teams auf eine batterianische Forschungsstation, die Reaper-Technologie studiert hat. Die Batterianer hatten Reaper-Technologie? Der Angriff endete in einem Massaker. Und die Menschen hatten am Ende nichts. Ein Stromausfall sollte den Vorfall vertuschen. Es hätte Krieg gegeben, wenn die Batterianer es rausgefunden hätten. Aber wieso belastet das die Hanar? Sie unterhielten geheime Handelsbeziehungen zu den Batterianern und haben die Allianz zu der Station geführt. Wir vermuten, dass die Hanar-Agenten mit Batterianer-Tech entkommen sind. Laut ihren Berichten über die Reaper könnten sie bereits indoktriniert sein. Wer ist Ihre Quelle für das alles? Es war ein anonymes Geschenk. Ich vermute von einer Diebin namens Kasumi Goto. Ich bin seit Jahren hinter ihr her. Kasumi? Sie jagen eine Diebin? Eine Meisterdiebin. Mit fast salarianischer Intelligenz und Fähigkeiten. Sie würde das Lob des Spectre, der sie jagt, sicher zu schätzen wissen. Ich brauche nur ihre Daten. Ich bewundere sie. Und da sie mir das geschickt hat, beruht das wohl auf Gegenseitigkeit. Ich habe es jetzt mit einer galaktischen Bedrohung zu tun. Ist Ihnen das die Zeit wert? Absolut. Die Hanar sind eine wichtige Finanzmacht. Außerdem schirmt ihr Sektor den salarianischen Raum ab, der sonst angreifbar wäre. Der Hanar-Agent ist jetzt ein Diplomat auf der Citadel. Ich kenne seinen Namen nicht, und bei einer offiziellen Anfrage wird er untertauchen. Wir jagen ihn also. Ich verfolge verdächtige Übertragungen zur Hanar-Heimatwelt. Sie könnten mir helfen. Mal sehen, was ich im Spectre-Büro rausfinden kann. Danke, Shepard. Und noch was. Nicht jeder hat Ihre Sorge wegen der Reaper angezweifelt. Ich hoffe nur, es ist nicht zu spät. Wissen Sie noch, als Sie mir geholfen haben, KGs Greybox zu holen? Mit den Informationen, die einen Krieg auslösen können? Ich dachte, die hätten mir zu ihrer eigenen Sicherheit zerstört. Es gab genügend Hinweise, um alles zusammenzusetzen, als ich neugierig wurde. Es war so groß, dass ich es Bau zuspielte. Ich würde Sie gerne getarnt begleiten. Vielleicht kann ich ja bei Ihrer Aktion behilflich sein. Das würde mich freuen.
Shepard, ich gehe die Sicherheitsberichte durch. Können Sie die Übertragung der Hanar-Botschaft überprüfen? Wird gemacht. Baus Plan ist gut. Die Hanar sind berechenbar. Alles Merkwürdige in Ihrem Terminal sollte unsere Liste von Verdächtigen eingrenzen. Sie akzeptieren Bau also? Absolut. Er ist ein guter Spectre. Die Galaxie braucht mehr wie ihn. Und der Umstand, dass er Sie verhaften will? Naja, niemand ist perfekt. Der Rat. Je mehr sich die Dinge ändern, desto mehr bleiben sie in Wirklichkeit gleich. Ich habe diesen Satz immer gehasst. Fatalismus. Nichts, was man anstreben sollte. Wenn uns nichts einfällt, wird später vielleicht auf einem Massengrab mit 11 Milliarden Opfern stehen. Ich weiß, was ich tun werde. Was werden Sie tun? Die Menschheit wird gefürchtet und geliebt. Hoffentlich hilft uns das jetzt. Ich versuche von möglichst vielen Welten Finanzhilfen, Leute und bewaffnete Schiffe zu kriegen. Ich führe in den Kolonien die Militärpflicht ein, bewaffne alle zivilen Schiffe und lasse ohne Pause an dem Proteanergerät arbeiten. Kannten Sie viele Menschen auf der Erde? Ja. An ihren sinnlosen Tod zu denken, ist natürlich schrecklich. Aber mich hat am meisten Arcturus bewegt. Ich war mit den meisten Mitgliedern des Allianzparlaments per Du. Ich brauchte eine zweite VI nur, um die Geburtstage und Jubiläen zu verfolgen. Nicht wirklich wichtig, aber dass jetzt alles weg ist? Sie sind ein Citadel-Ratsherr. Haben Sie keine Option, wenn Sie derart blockiert werden? Nach der Zerstörung des Parlaments und ohne Shastri habe ich mehr Macht als je ein Mensch zuvor. Aber Sie sehen ja, wie wenig das bringt. Ich werde nicht lange ausgezählt bleiben. Ich weiß, ich kann Berge versetzen. Aber vergessen Sie nicht, dass wir jetzt Planeten versetzen sollen. Anderson wäre stolz, sofern sie liefern kann. Wie sieht es damit aus? Für einen Esel braucht man eine Karotte oder einen Stock. Und wir haben beides nicht. Unsere Armada flieht oder kämpft. Und ohne die Kombaken der Erde ist unsere Wirtschaft ein einziger Schuldschein. Aber überlassen Sie das mir. Ich hole aus unseren Kolonien raus, was geht, damit ich Hacketts Flotte reparieren und neu ausrüsten lassen kann. Was ist mit den Ratsmitgliedern? Irgendein sinnvoller Ansatz? Ratsherrin Irissa ist kälter als ihr Vorgänger. Wenn sie die Hand an ihrer Kehle hat, drückt sie auch zu. Ischiel, das könnte funktionieren. Sie denkt praktisch. Machiavelli würde erblassen, aber so sind die Dalatrassen eben. Es ist gut, dass Quentius mit ihnen gesprochen hat. Seine Heimatwelt ist am gefährdetsten und er sucht einen Ausweg. Das ist eine Gelegenheit. Was Neues von der Erde? Es kommen ständig Meldungen. Alle schlecht. Die Reaper zerstören Satelliten und alte Nuklearraketensilos. Zusammen mit allem anderen, das uns helfen könnte. Wir haben ein paar Quantenverknüpfer auf die Kontinente verteilt. Aber sonst gibt es keine Kommunikation. Ich muss gehen. Ich werde hier sein. Es regnet nicht, nein, es schüttet. Wirklich so schlimm? Es wird immer angespannter. Die vielen Flüchtlinge und die ganzen Gerüchte über den Krieg. Alle beobachten sich gegenseitig. Wir kommen den Meldungen über verdächtiges Verhalten gar nicht hinterher.
Es wird sicher noch schlimmer, bevor es besser wird. Falls es jemals besser wird. Bau, ich habe mögliche Treffer. Bei Bolon gibt es seltsame Geldanweisungen und Olun versendet sehr viele Daten. Bolon ist sauber. Die Geldanweisungen gehen an seine Geliebte. Bei Olun bin ich nicht sicher. Ich sehe mir seine Vita an. Ich überprüfe Oluns persönliche Unterlagen und seine letzten Nachrichten. Darf ich anmerken, dass es für einen Hanar höchst ungewöhnlich ist, eine Geliebte zu haben? Wenn Bau sie erwischt, kann ich Ihnen Immunität zusichern. Aber dann muss ich mitmachen, richtig? Beim letzten Mal haben Sie mich in einen Selbstmordeinsatz geschickt. Ich habe nicht gesagt, dass Sie mitmachen müssen. Gesagt nicht, aber darum ging es Ihnen letztlich. Die Flüchtlinge der Volus sind angeblich... Ich begreife die Lage durchaus. Natürlich lese ich täglich die Namen der Gefallenen, aber... Bitte, eine Fortsetzung der Suche könnte für meine Familie ein Leben in Frieden bedeuten. Wird jemand im Einsatz vermisst? Mein Sohn Bilal. Und die Bürokratie hat offensichtlich kaum Mitgefühl. Ich bin Botschafter Dominik Osoba. Der Trupp meines Sohnes kehrte von einer Mission auf Benning ohne ihn zurück. Sie trinken im Flux, sehen mir aber nicht in die Augen. Ich bezahle für jede Information. Falls Bilal noch lebt, wollen wir ihn zurück. Falls nicht, können wir beginnen, ihn zu betrauern. Ich habe das bei einer Leiche auf Benning gefunden. Vermutlich ihr Sohn. Ja, das hatte ich befürchtet. Seine Kameraden haben wegen eines verlorenen Freundes getrunken. Jetzt können wir um ihn trauern. Vielen Dank. Cerberus-Truppen haben angeblich eine medizinische Anlage der Salarianer auf Sokesh angegriffen. Von salarianischer Seite gibt es dazu keinen offiziellen Kommentar.